Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Wacker Nordhausen Projekt im Sega FM 24. Und ja, wir sind wieder zurück und ich weiß gar nicht, warum ich das hier verändert habe. Wir haben doch eigentlich gute Dinger da gehabt, so dass das läuft. Ne, ich habe doch eigentlich gute Punkte hier gehabt bei den Freundschaftsspielen und dann ändere ich das nur, weil das optisch nicht gut aussieht. Wir bleiben jetzt genau so, wie das ist. Gehen in die Pressekonferenz rein hier nach dem Lübeck-Spiel, wo wir natürlich unentschieden gespielt haben. Aber ja, beginnen wir mit einer Frage von Stefan Amner, Mannheimer Sportrundschau. Julian Riegmann hat sich heute mit seinen späten Ausgleichstreffer gerettet. Das muss eine Riesenerleichterung für sie gewesen sein. Ich bin begeistert, weil wir diesen Punkt mehr als verdient haben. Das war ein tolles Debüt von Rodney Elongo Yombo, oder? Ich fand ihn richtig gut, ist natürlich toll, sich so vorzustellen. Geknickt. Negativ. Ja, perfekt. Wir gehen rein in die Woche und sehen uns dann gleich. Akzeptieren. Pro-Liga-Ansatz, ja. Da kriegen wir noch ein bisschen Cash. 50.000. Ja, läuft. Dann ist der Stürmer auch weg. Dann müssen wir halt arbeiten mit Mabella oder Hermann. Ich setze erstmal auf Mabella. Und dann sehen wir uns dann gleich beim Spiel gegen Dresden in 3 Tagen. Bis gleich. Damit sind wir beim Spiel gegen Dresden. Da gehen wir auch mal direkt auf die Gegneranweisung, gucken mal, wird uns nicht zurückzuhalten. Wir sollten die Spieler anweisen, sich nicht zurückhaben, wenn sie ihn tacklen. Dann tackling, gehen wir hart rein bei Hauptmann. Härter tackeln. Dann haben wir den Tom Hammerschmied dazu zu zwingen, nur seinen schwächeren Fuß zu nutzen. Und Stefan Kutsche auch. Ja, das machen wir mal. Dann haben wir ihn. Meiste Vorlagen. Den werden wir auch ein bisschen härter tackeln. Dann denke ich, dass das so gehen wird. Ne? Von der Position her, die Formation, es steht auch wieder, so wie ich sie mir vorstelle. Baxter Barnes ist vorne drin. Elonge Jombo darf auch vorne erscheinen. Mabella startet dieses Mal. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Riegmann nicht das Problem wird hier auf dieser Position. Gehen wir rein in die Position. 3 Spieler sollen wir wechseln. Boley soll für Riedel soll für Boley rein. Sechermann für Kapstein und Hermann soll für Mabella rein. Also das ist bei mir auch mal neu, dass die halt so sind. Wir sollen vorsichtiger spielen. Oder ausgewogen spielen. Sehe ich gleich, ja. Und viel kürzeres Passspiel. Da gehen wir gleich drauf rein. Kein hartes Tackling. Spielpraxis aufbauen, auch nicht, das ist mir egal alles. Und dann gehen wir in die Teamauswahl und können mal, ja, vorsichtig, wir gehen wirklich auf das Vorsichtige. Das ist unser Spielstil. Vorsichtiger. Und dann können wir, hier, so ist das, Passspiel kürzer. Ja, ich will ein kürzeres Passspiel haben. Gehen wir rein. In unser nächstes Spiel. Ja, Mabella, die sind alle ein bisschen abgefuckt davon, aber was soll's, da kann man nichts gegen machen aktuell. Ach nee, was heißt, die sind eigentlich alle ziemlich zufrieden. Ich mag diese Elf, schön, dass Bartels heute in der Startelf zu finden ist. Er passt in die Mannschaft wie die Faust aufs Auge. Ja, ich habe gerade auch noch Tim Heide gekriegt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Als möglichen Spieler, aber Scouting-Bericht ist fertig. Aber er will nicht kommen. Er will einfach nicht kommen und deswegen, ich weiß, dass wir die Underdogs sind, geht raus, spielt, liefert eine gute Leistung ein. Macht mich stolz. Zeigt, aus welchem Holz hier geschnitzt wird. Geh raus, hab einfach Spaß. Und dann hoffen wir einfach. Ich meine, wir werden nicht mehr großartig Probleme haben gegen auf der Torhüterposition. Bartels ist eigentlich ein guter Spieler. Mal sehen, es geht direkt los mit einem Freistoß von uns. Bexler Bahn, da kommt der Ball durch. Nicht wirklich. Zimmerschmied jetzt. Meier. Zimmerschmied. Ja. Da ist Kutschke, wird nicht richtig attackiert. Zimmerschmied, Hauptmann, Ball zurück. Will jetzt. Da wird der Ball abgefangen. Mabella jetzt mit der Möglichkeit über Elonge Jombo. Der mit Boley wieder über Karpstein. Dann weiter Ball nach Mabella. Wagner, Baxter Bahn. Mit dem guten Auge für Arase. Arase ist durch und zieht und macht ihn rein. 1 zu 0 für uns in der dritten Minute. Wichtiges Tor. Wichtiges Tor vom jungen Flügelspieler. Das ist schon mal nice, dass wir hier früh in Führung gehen. Dann kriegen wir auch nochmal die Ecke. Elonge Jombo. Mit der weiten Ecke. Karpstein kommt da nicht dran. Boley kann er den Ball abfangen vom Aus. Ja. Geht in die Mitte zu Karpstein. Wieder zu Boley. Und da wird er abgefangen. Kammerknecht. Jetzt mit der Kontersituation. Na, Boley holt sich den wieder. Dann wird er nach vorne gehauen. Und dann wir bleiben im Ballbesitz. Jans. Können wir wieder was aufbauen. Wieder über Arase. Arase ist der Drehpunkt. Hält den Ball im Spiel. Flankt ihn rein. Elonge Jombo kriegt ihn nicht. Hermann. Jetzt weiter Ball nach vorne. Kutschke. Ball zurück.
Wir halten sie in deren Hälfte, das ist das Gute. Kutschke. Dass es nicht drauf ankommen will. Hermann. Nicht über die linke Seite. Doch, da gehen sie. Se-Jong-Emen. Geht über die linke Seite. Riedmann kommt und es gibt Elfmeter. Es gibt kein VAR, es gibt Elfmeter. Bartels, zeig, warum ich dich gerade gelobt habe. Bitte. Es wäre wichtig. Kutschke gegen Bartels, keine Chance. 8 Minuten, 2 Tore. Läuft schon mal halbwegs solide. Aber wir haben geführt. Mal sehen, wann die nächste Chance kommt. Für wen die nächste Chance kommt. Dresden natürlich mit mehr Ballbesitz. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das hier, unsere Linie treu halten mit dem defensiveren Spielstil. Es sieht ja halbwegs solide aus, ne? Es kommt auch nicht wirklich was. Jetzt kommt erstmal Dresden mit dem Ballbesitz über Will. Kammerknecht. Ball zurück, Elas. Jetzt über Sengyong Min. Ball in die Mitte, Kutschke ist durch und macht das direkt rein. Ach, bitter. Da wird er nicht richtig angegangen und kann sich durchsetzen. Kassieren wir den, haben sie direkt eingeholt uns. Das Spiel gedreht, besser gesagt. Zur Halbzeit spielen wir noch ein bisschen ruhiger und dann versuchen wir in der zweiten Halbzeit einen aggressiveren Stil auf den Platz zu bringen. Und Verletzung Lauren Jans. Unser Rechtsverteidiger. Schranz kommt rein. Einzelgespräch. Genieße dein Debüt. Genieße es einfach. Schlussphase. Ja, wir gehen in die Halbzeit. Bitter. Wir brauchen nach der Pause mehr Ballbesitz. Das ist meine Aussage. Ja, mehr brauche ich auch nicht sagen. Und wir gehen ins etwas offensivere Spiel. Es kommt erstmal wieder Dresden. Das ist natürlich bitter. Jedes Mal startet Dresden jetzt. Wir haben gar keine Chance mehr, gefühlt an den Ball zu kommen. Jetzt Kammerknecht. Elas. Bünning. Kammerknecht. Und die hebelt uns gleich mit einem Pass aus. Ich sehe schon kommen. Und dann sind sie wieder vom 16er. Die spielen hier voll auf Zeit. Jetzt kommt der weite Ball. Karpstein mit dem guten Ball auf Marbella. Marbella hat jetzt ein bisschen Platz. Schießt aus der Distanz gegen Pfosten, Alter. Das wäre die Situation gewesen. Aber es ist noch nicht vorbei. Hermann doch, jetzt ist es vorbei. Kommt schon. Bisschen aggressiveres Spiel. Wir gehen mal rein in die Wechsel. Wir haben Baxterbahn, wird durch Verletzung behindert. Bergkantast, du kommst rein für ihn. Dann Riegmann mit der gelben Karte und ist auch nicht mehr wirklich im Game. Das war's, die zwei Wechsel erstmal. Zeige, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Hoffen wir es einfach. Jetzt kommt erstmal wieder Dresden. Zimmerschmied, Meier, Bünning, Will, Zimmerschmied. Schuss aus der Distanz, Singong Min bringt ihn natürlich in die Mitte. Der Kopf kommt natürlich an. Segert klärt. Segert und dann kommt der Kopf und den hat Bartels. Den hat Bartels. Wir versuchen es mal mit dem ausgewogenen Spielstil. Kommen wir dann in mehr Ballbesitz. Nein, wir kommen zu gar nichts. Wir müssen auf sehr offensiv gehen. Und wir gehen nochmal in die Wechsel. Wir bringen einen Hermann rein und einen Hawkins für Arase. Der zwar ein gutes Spiel gemacht hat, aber ja. Ja. Offensives Spiel. Ey, komm, schenk mir wieder einen Unentschieden in letzter Minute. Nein, das war's. Da muss er jetzt abpfeifen. Wir verlieren hier gegen Dresden. Bin alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis. Es war einer dieser Tage. Ich sag das nochmal zu Ihnen persönlich, um zu gucken, wie es funktioniert. Bitter. Das ist ein sicherer Sieg an der Niederlage. 17. Platz sind wir. Vorstand ist natürlich dann nicht so begeistert. Wir gehen in die Pressekonferenz rein und reden mal. Stefan Kutschke war heute in Topform. Bedauern Sie, dass Sie heute gegen ihn spielen mussten?
möchte mich nicht zur Einzelleistung äußern. Lauren Jans hat sich im heutigen Spiel ernsthaft verletzt. Können Sie abschätzen, wie lange ausfallen? Ich möchte zu diesem Zeitpunkt noch keine Spekulationen über die Schwere der Verletzung betreiben. Wow, immer nur zwei Fragen jetzt. Dann schauen wir mal. Baxter Barnes ist verletzt. 1 bis 3 Tage und Lauren Jans 5 bis 7 Wochen. Unser Außenverteidiger. Das ist natürlich perfekt. Schranz kann das nicht spielen. Ja, dann lassen wir Riedel rein. Und Schranz, 5 bis 6 Wochen. Welcher Mann kann mitkommen? Und du bist halt gleich wieder fit. Wir gehen dann weiter direkt zum Spiel gegen... gegen wen spielen wir als nächstes? Hallescher FC. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt kurz vor dem Spiel gegen Heidenheim. Hallescher FC, was laber ich? Hallescher FC müssen jetzt gegen Nielfeld. Sollen wir besser den auf den schwächeren Fuß zwingen? Hat vorhin eigentlich auch nichts gebracht, was sie sagen, aber ja, auch auf den schwächeren Fuß. Und wir müssen einfach hoffen. Ich habe einfach mal auf die Fans gehört. Die Fans wollen, dass ich Haveriuk reinsetze von Anfang an. Sechelmann ist jetzt drin, Karls ist drin, Riedel ist drin von Anfang an und Berkantas und Hermann. Und mal schauen, ob es dann besser läuft. Packt im Meeting ja, die wollen noch, dass ich Bartels reinsetze. Wieder und Karpstein für... Die sagen immer das andere, ne? Es ist einfach lächerlich. Wir sollen ausgewogen spielen, Gegenanweisungen, tiefe Pressinglinie. So, wir gehen jetzt rein. Dann mache ich das wieder zurück. Kam schon rein und ja, okay. Wir hören jetzt einfach mal auf die Fans und lassen das einfach mal. Die wollen das einfach so haben. Riedel und so, dem fehlt ein bisschen die Spielpraxis. Ja, müssen sie halt kriegen, indem sie immer wieder mal kommen. Und dann müssen wir uns anschauen. Schön, dass Riedel heute in der Startelf zu finden ist. Er passt in die Mannschaft für die Faust vor. Yep, das passt. Bin ich mal gespannt. Unser Heimvorteil ist wichtig für uns. Geht raus und setzt den Heimvorteil ein. Let's go. Let's go gegen Hallescher FC. Wir spielen erst ein bisschen vorsichtig und gucken dann, wie es läuft, bevor wir ins offensivere Spiel gehen. Also es sieht nicht gut aus von Anfang an, ne? Wenn man sieht, dass sie direkt die Chancen kriegen. Aber langsam übernehmen wir das Spiel. Dann gehen wir mal ins Ausgewogene und gucken, ob wir dann besser reinkommen. Nein, es geht sogar noch schlimmer. Die sind bei 65% Ballbesitz, aber sie haben die erste gelbe Karte. Dann gehen wir ins offensive Spiel. Gegen Ende der zweiten Halbzeit. Hoffen, dass es dann ein bisschen läuft. Von uns kommt halt gar nichts, ne? Von uns kommt halt gar nichts, bis auf die gelbe Karte von Wagner. Gelbe Karte von Wagner. Gelbe Karte. Gelbe Karte von Wagner. Ah, jetzt kommen wir langsam ein bisschen gegen Ende. Erste Halbzeit. Ende erster Halbzeit haben wir uns ein bisschen gefangen, aber es ist nichts passiert in der ersten Halbzeit. Einfach nichts passiert, okay. Unsere Abschlüsse waren bis jetzt nicht genug. Berkantas ist nervös. Einzelne. Mach dir keinen Druck, geh raus und hab Spaß. Zegert. Du hast aber Pech gehabt. Let's go, komm, zweite Halbzeit. Okay, es geht direkt über Arase. Arase mit dem Pass in die Mitte, aber es geht schrecklicher Pass. Schrecklicher Pass. Jetzt hat Müller den Ball und das heißt, das war bestimmt nicht die Situation. Der Ball wird jetzt weit raus reingehauen. Wird nicht abgefangen. Tunay Dennis mit der Chance ist durch, schießt und macht ihn direkt rein. Erste Situation, die wir sehen, direkt das Tor von Hallescher FC. Es ist doch zum Kotzen. Vom eigenen Keeper aufgebaut. Let's go jetzt. Wir gehen in die Wechsel. Wir gucken mal. Berkantas spielt ganz okay. Hermann spielt ganz okay. Fridolin Wagner hat... Wieso spielt Fridolin? Ja, Fridolin Wagner spielt da, schien motiviert zu sein. Aber spielt auch nicht ganz gut. Riegmann spielt nicht gut. Ich will mal was ausprobieren. Wir ziehen Marbella mal dahin. Als Zielspieler, als Stoßschirmer, ne, als Knipser. Ob das funktioniert? Ob das dann funktioniert? Let's go. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ihr spielt einfach Doppelspitze jetzt. Beim offensiveren Spiel muss das ja eigentlich funktionieren, ne? Dass wir dann vielleicht doch noch die eine oder andere Chance kriegen.
Aber nein, es spielt halt Heidenheim. Komm, wir einmal wechseln. Fridolin Wagner ist nervös. Segert, Lechermann kommt rein, Riedel, Schranz kommt rein. Das heißt, ich habe noch einen Wechsel. Kann ich Bolai reinbringen? Läuft in Gefahr, die Disziplin zu verlieren. Zeigt, was ihr könnt. Vierfach Wechsel. Das ist alles, was ich machen kann. Das ist einfach alles, was ich machen kann. Jetzt kommen sie. Wir haben den Ball. Wir fangen ihn an. Bolai. Unser Keeper. Das ist jetzt ein bisschen verbuggt gerade. Okay, jetzt habe ich es weg. Dann kommt Tass. Elongo Yombo. Und. Ach, Hermann. Das wäre die Chance gewesen. Das wäre die Chance gewesen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist hier offensiv. Die letzten Minuten alles auf Angriff. Jetzt kommt Halle schafft hier nochmal. Ball wird abgefangen, wird nach vorne. Den fängt er natürlich ab. Dama. Hasenhüttl ist durch. Passt der, das wird jetzt das 2 zu 0 auf Ansage. Oh ne, er haut ihn auch drüber. Er haut ihn auch drüber. Und wir verlieren unser zweites Spiel in diesem Spiel. In dieser Folge. Bin alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht so, wie man sich das wünscht. Berkantas und so, die Offensiven bringen nichts. Die bringen einfach nicht. Ich denke, meine Oma hat heute von den Kassen besser abgeschnitten, also so Stürmer, ja. Das ist das Ding. Das ist das Ding einfach. Und in der nächsten Folge müssen wir dann gegen Preußen Münster. Gegen den 9. Die nächsten Spiele. Sigurd deckt Bergmanns Gefühlausbruch. Und es sei. Er sei sich und er sich genötigt gesehen hat, den Spieler klar und deutlich zu sagen, was er von ihnen halte. Die abschließende Pressekonferenz machen wir auch in der nächsten Folge. Und ja, wir müssen jetzt gegen Waldhof Mannheim und dann kommt Regensburg. Also es sind keine einfachen Spiele und wir müssen endlich punkten. Wir haben bis jetzt wirklich nur diese 2 Tore, ne? 3 Tore insgesamt. Riegmann, Berkantas und Arase. Das sind unsere 3 Tore, die wir geschossen haben. Und gegen wen jetzt nochmal? Gegen Preußen Münster, die hier so stehen mit 6 Punkten. Können wir sowieso nicht rankommen. Und dann haben wir Regensburg, die um den Aufstieg mitspielen, die 4 Spiele und alles gewonnen haben bis jetzt. Es wird nicht einfacher. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ich hoffe dann mit unserem ersten Saisonsieg, weil wir haben bis jetzt 4 Spiele und einen Punkt. Das ist viel, viel zu wenig. Und wir können halt noch wirklich auf den 18. Platz fallen, wenn Viktoria Köln gewinnen sollte und Dortmund 2. Es kann alles noch passieren. Vielleicht gehen wir auch nächstes Jahr, nächste Folge mit einer neuen Formation rein. Ich meinte, Elongo Yombo, wir können mal bei dir gucken. Du kannst auch hier rechtes Mittelfeld spielen oder halt Stoßstürmer, dass du da vorne mit reingehst. Aber ja, wir können auch versuchen, auf ein bisschen Ausgeglichenes zu gehen. Zum Beispiel, dass wir auf einen hier, auf den hier machen. Arase, Elongo Yombo, dann hier und auf 2 Stürmer setzen. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge mal so ein bisschen ausgeglichene Positionen spielen und dann hoffen wir einfach mal, dass das dann funktioniert. Wie gesagt, hier würde ich es beenden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass